Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen heute Beweise finden, dass Sarah in den Orden verwickelt ist. So, dafür müssen wir erstmal zu Sarah hinlaufen. Das ist ja nicht so weit weg. Du hast mir gar nichts zu sagen. Guck mal, hier haben wir noch Bildung. Das ist kein Problem für euch, oder? Übersetzungsinitiative. Im 8. Jahrhundert begann in Bagdad eine anhaltende und gut finanzierte Initiative, um Manuskripte aus unterschiedlichen Kulturen zu sammeln und ins Arabische zu übersetzen. Unter Führung der Gelehrten im Haus der Weisheit trug dieses Unterfangen dazu bei, das Wissen der Antike zu bewahren und wieder zu verbreiten. Gleichzeitig führte es zu vielen neuen Entdeckungen. Die Abbasiden-Kalifen finanzierten die Übersetzung und einige engagierten sich sogar selbst als Übersetzer. Anscheinend konzentrierten sich dabei besonders auf die Bereiche Astrologie und Astronomie, von denen man glaubte, sie könnten dabei helfen, günstige Zeitpunkte für bestimmte Unternehmungen zu identifizieren, und auf die Medizin, die selbstverständlich für das eigene Überleben und die eigene Gesundheit von Bedeutung war. Andere Angehörige der Oberschicht folgten ihrem Beispiel. Verwaltungsbeamte versuchten, sich mathematische Kenntnisse anzueignen, um Umsätze einzuschätzen und das Bewässerungssystem zu erhalten. So scrollt er hier nicht. Ja. Muslimische Theologen fanden es nützlich, dialektische griechische Texte zu übersetzen, insbesondere von Aristoteles, um den islamischen Glauben gegen nicht-muslimische Kritiker zu verteidigen. Und in Höflinge versuchten, ihre intellektuelle Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit durch das Zitieren von historischen oder militärischen Werken zu untermauern. Die Übersetzungen wurden oft von Persern oder Syrern vorgenommen, die häufig sowohl ihre Muttersprache als auch das Arabische beherrschten und bei der Übersetzung gerne das Mittelpersische oder Syrische als Zwischenschrift benutzten. Die Übersetzer ließen sich Manuskripte aus dem griechischsprachigen Byzanz schicken oder ging selbst auf die Suche nach Büchern. Einige Texte wurden auf diplomatischem Wege beschafft, so zum Beispiel das Sij as-Sindhind, bei dem es sich um astronomische Tabellen handelt, die von einem Gesandten aus Indien an den Hof von Al-Mansur gebracht wurden. Die übersetzten Werke wurden dann kopiert und im ganzen Abbasidenreich und darüber hinaus gelesen. Einige griechische Werke zur Philosophie und indische Werke zur Mathematik, die in Bagdad übersetzt und überarbeitet wurden, waren zum Beispiel noch im 12. und 13. Jahrhundert in Europa sehr einflussreich. Hier kommt keiner vorbei. Ja, ganz schön viel, ne? Was die so gemacht haben. Also in Form der Wissenschaft und Fortbildung oder Weiterbildung, muss man sagen, waren die ja doch ganz schön aktiv damals. Denkt man immer gar nicht. Wenn man so an die Zeit zurückdenkt, dann denkt man so an Alibaba und die 40 Räuber. So, mit der heiligen Höhle. Sesam, öffne dich. Und wie weit haben wir denn das sozusagen? Haben wir den Turm schon synchronisiert? Den hatten wir, ne? Falsche Taste. So, wir wollen einmal in der Welt nachschauen, ob wir diesen Turm schon synchronisiert haben. Das ist doch nicht der Turm. Ist das der hier? Nee, Quatsch, ach, Bullshit. Das ist der hier vorne. Gehen ja auch in die Richtung nach hier. Ja gut, den haben wir schon synchronisiert. Ich stand gerade nur ein bisschen, verkehrt. So. Weißt du was, wir können eigentlich wieder unten durchs gemeine Volk gehen. Oh Gott, den wäre aber fast auf den Kopf gesprungen. Mann, wäre das ein Move gewesen. So, was haben wir denn hier? Frieden, Sadiq. Schön, dich zu sehen.
Können wir doch bei der Gelegenheit mal gucken, was wir an unserer Rüstung verbessern können, ne? Montur, die haben wir ja an, ne? Aber die ist ja vollständig verbessert. Sicherheit ist die beste Investition. Danke. So. Montur des Eingeweihten von Alamut. Die Montur eines Eingeweihten der Verborgenen. Nur die beste Handwerkskunst. So, einmal können wir den noch verbessern? Nee. Schade. Den auch nicht. Sonst noch etwas? Nee, das war's denn, mein Guter. Ich muss gehen. Ich hab noch viel zu tun. Weißt schon, Wäsche waschen, ne, Haushalt machen. Menschen beklauen. Morden. Was man so macht in seiner Freizeit, ne? Aber eigentlich sind wir ja... Wieso bist du da nicht rübergesprungen? Eigentlich sind wir ja beruflich unterwegs. Auf Dienstreise. Ja. So. Mal gut, dass die ganzen Rosen keine Dornen haben, ne? Das könnte uns unangenehm sein beim Klettern. So, die nehmen wir auch noch mit. Hast du keine Frau, die das ausklopfen kann, oder was? Besenteppich fegen, Alter. Wo kommt man da hin? Oh. Oh. Ah. Oh Gott, habe ich mich abgerollt. Der Verrückte, wie lange will er da fegen, bis er den Dreck raus hat? In der Wüste. Jetzt hau ab da mit deinem Kutter. Du belegst die Palette. Ist sie jetzt weg? Es ist unfassbar. Und er springt da wieder rein. guck mal, da ist Wasser. Da können wir uns waschen. Du stinkst auch so. Ich würde dir helfen, Kleiner, aber ich kann nicht. Ich bin in meinem Handeln eingeschränkt. Das ist Sahras Anwesen, aber es ist niemand da. Das ist die Gelegenheit, das zu durchsuchen. Das hier vorne? Ich bin kein Experte, aber die haben irgendwas im Schilde. War ein Scherz. Ich? Oh, ein Gefangener? Du bist unerwünscht. Meint ihr jetzt mich? Das sieht schon so ein bisschen zweideutig aus, ne? Okay. Ich brauche Hilfe! Letzte Warnung! Geh weg! Wo Unrecht zu Recht wird. Mit Hilfe zur Pflicht. Oh, das gab ein Fahndungslevel. Ah, bitteschön, mein Freund. Jetzt habe ich euresgleichen geholfen, er wird direkt nach mir gesucht, ja? Gar nichts. So, das ist so undankbar, ne? Du hilfst den Typen, da gibt's nicht mal einen Dirham für, ja? Der hätte ja wenigstens was springen lassen können, oder was?
was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Der kriegt da voll ins Gesicht, ne? Da lässt den Heldenmut raus. Ohne Bezahlung haut der Typ ab und dann wirst du auch noch verpetzt hier. Normal müsste ich als Held gefeiert werden, wie Spider-Man oder so. So ein Drecksau. Mistmadel. An der anderen Seite verriegelt. Okay. Kommen wir oben irgendwo rein? Ja, ne, das Fenster. So. Einsammeln. Lesen können wir gleich mal. Oh. Oh, Rätsel. Hätten wir gar nicht bewegen müssen, wa? Ah. Oh, so eine richtig dicke Truhe. Brauche ich einen Schlüssel für? Schlüsselwarnung. Oh. Bringe den Schlüssel zum Lagerraum zurück, wenn du damit fertig bist. Lass ihn nicht wieder herumliegen. Okay. Also, ich muss einen Lagerraum finden. Oh. Hier wurden Faunfedern und Dirham gelagert. Andere nennen es Diebstahl, ich nenne es Kommissionierung. Okay, sonst haben wir hier nichts, ne? Können wir ja einmal die Türen beide freimachen? So. Und die da auch gleich. Vielleicht brauchen wir den Weg später noch. Klack. Okay, da können wir nicht rein. Was ist denn hier wohl der Lagerraum? Wieder verschlossen. Okay. Oh, das gibt's doch nicht. Aha. Okay. Rückseite haben sie vergessen abzuschließen. Nur eine schöne Truhe drinne. Schlüssel. Ja, haben wir den auch? Können wir uns gleich mal die Truhe snacken, ne? Okay, hier können wir nicht rein. Fällt das auf, wenn ich die Türen alle auf habe? Ja, ne? Ah, ist ja wieder zu. Sieht keiner, dass ich hier war. Knetet die da am Brotteig oder was? Damals in Bagdad war es üblich, das Fladenbrot für den Döner auf dem Hausdach zu kneten, weil die Sonne ihn dann schön trocknen konnte und backen konnte, ne? Kleiner fiktiver Funfact am Rande, der nicht stimmt, aber würde plausibel klingen. Sag mal, der Stein wird ja wahrscheinlich sehr heiß. Stell mir gerade vor, wie hier einer mitten in diesem dreckigen Boden Teig für Fladenbrot ausrollt und hier erstmal anfängt rumzukneten. Okay, hier komme ich gar nicht runter. Warte mal. Ist hier keine Tür? Achso, doch, die Falltür. Ich wollte gerade sagen, wie soll man denn sonst hier aufs Dach kommen und das, die Aussicht genießen? So. Ach, das ist ein anderer Raum. Ach Mensch, ich dachte die ganze Zeit, das wäre das Haus, wo ich eben war. So, da können wir hier auch noch mal ein bisschen plündern. Was haben wir hier hinter?
Eine wunderschöne Truhe mit Bauteil Leder und Stahlbarren. So, das war's auch schon hier drin. Das war... Da drüben, ne? So, hier komme ich auch nicht rein. Spring runter, ist nicht tief. Ich ging den Baum. Okay, da sucht wer einen Mörder. Ich weiß nicht. So, jetzt einmal zu der Truhe. Verbesserungsplan Schwert des Abbasidenritters. So, und jetzt müssen wir noch Hinweise auf den Orden finden. Hinweise auf den Orden. Das haben wir gelesen, ging um den Schlüssel. Da ist das Grundstück zu Ende. Ach, hier war ich gar nicht überall drinnen, ne? Da ist die Tür verschlossen. Miau. So, über die Falltüren kommen, oder die Dachluken da, da kommen wir ja nicht rein, ne? Haben wir hier ein Fenster? Das ist praktisch. Jo, oh, sind wir wieder eingestiegen in der Interagieren. So, erstmal die Türen aufmachen. Ich will jetzt hier noch keine Aktion triggern. Hier müsste man auch wieder lesen. Achso, die können wir gar nicht aufmachen. Eine bescheidene Bitte. Zara, wie ich höre, steht das unbezahlbare Artefakt, das du bei mir... Ah! Da ist wieder eine Scherbe. Entschuldigung, Faden verloren. Wie ich höre, steht das unbezahlbare Artefakt, das du bei dir hast, kurz davor, um seine Geheimnisse zu offenbaren. Du weißt von meiner Suche nach den Spuren jener, die vor uns kamen, und von der Sorgfalt, mit der ich sie durchführe. Sobald dein wissenschaftliches Interesse befriedigt ist, hätte ich das Manuskript gerne zur Verwahrung. Ich werde es höchst würdevoll behandeln und vor jeglicher Gefahr beschützen. Al-Ruhl. Das ist ein Fall für Batman. Zahra hat mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Ein belastender Brief. Jemand namens Arabisu. Belastender Brief. Zarek, der Orden ist mit dem, was wir im Haus der Weisheit erreicht haben, zufrieden. Die Zukunft hält Lieder über unsere glorreichen Taten und das Versprechen unserer Herrschaft bereit. Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Weg zurück in die Stadt befindest, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Arabisu. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Warte, hier. Zahra wird gleich zurück sein. Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Oh, ich dachte, das können wir einstecken. Okay. Oh, das tat bestimmt weh. Oh, der Arme. Aufgrund meiner Forschen-Inkompetenz ist er jetzt da voll auf den Stachelzaun gesprungen. Zahra könnte jeden Augenblick zurückkommen. Zu überprüfende Bücher. Gelehrte Zahra, wir haben die kontroversen Bücher und Schriftrollen von deiner Liste beschlagnahmt. Bitte komme, wenn du Zeit hast, vor ihrer Entsorgung vorbei, um sie einzusehen. Okay, also die wird ja mit dem Brand... Ja, was heißt sie wird? Sie ist mit dem Brand auf jeden Fall mit involviert. Wieso ist da rüber? Huh.
Oh Mann, ey. Also den Job als Assassine, den machst du 5 Jahre, da sind die Knie hin, ne? Da hast du Gicht in die Knie, da hast du Verschleiß in die Gelenke. Bandscheibenvorfall auf jeden Fall. Das ist aber schwer jetzt. Warten. Bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis. Dattelsaft und auf bringt Eis. Mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Was ist das für eine Diebe? Leg dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Oh, oh, selbst ist die Frau. Fächern kann sie noch alleine, da hat sie keine Angestellten für. Das Paradies ist, wo man es findet. Dina, holt mir noch ein Glas Dattelsaft auf Eis. Und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saida. Die wahren Antworten finden sich in Büchern. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Saida. Wenn ich das übersetzt. Was ein Arschkriecher. Werden wir ja sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens. Wie du wünschst, Saida. Ja, Saida. Wie du wünschst, Saida. Immer, Saida. Auf jeden Fall, Saida. So, töte Sarah, die korrupte Gelehrte. Okay, dann würden wir einmal kurz durchschauen hier. Wie viele Enemies haben wir denn? Enemy spotted. Okay. Hier. Hier ist noch einer. Das war's schon. Was machten die jetzt? Die übt das Kämpfen mit einem Baum. Da geben wir ihr doch gleich mal einen Gegner, der sich wehren kann, ne? Für die Umwelt. Den habe ich nicht markiert. Oh mein Gott, scheiße. Ah! Ich habe mich jetzt Feuer gestellt. Scheiße, er dreht sich doch gleich um. Das war knapp. Erstmal ins Feuer stellen und da warten. Ich verstecke mich im Feuer, da guckt keiner nach. Oh. Ja, ja, du kleine Mauzi, so viel Zeit, ne? Das muss sein. So, jetzt geh weg. Scheißkatze. So, jetzt ist sie nicht mehr am Baum. Ist sie alleine auf der Rückseite vom Gebäude? Sie ist im Haus, ne? Witz. Okay, wir gehen wieder aufs Dach.
Hat er das gesehen? Kommt der hoch? Ich bin mir nicht sicher. Psst, Katze. Sei leise, du verrätst uns noch. Ich glaube, der bleibt unten. Ich meine, wir könnten so ein Messer nehmen. Aber ich denke mal, die wird ja wieder ins Haus gehen, ne? Das wäre vielleicht der bessere. Ich weiß nicht, ob eine Wache jetzt eben mit war. Könnte ich den hier irgendwo entsorgen? Nicht direkt, ne? Was? Komm mit. So, guter Junge. Du kannst mal hier ein bisschen das Lager aufräumen. So. Ich möchte, dass all diese Schriftrollen alphabetisch und numerisch sortiert werden. Wenn ihr damit durch seid, dann könnt ihr die der Größe nach sortieren. Sowas zu tun. Oh, eine Kackbande steht hier nur rum, macht Pause, weil schön hinterm Haus verstecken, wo der Chef das nicht sieht. Er hätte das Sarah gesehen. War gut, dass ich denen ins Gewissen geredet habe. Die ist doch schon wieder drinne. Oh, come on. Warum? Das jetzt nicht, das war nicht die Tür. Ich bin doch allzu viel. Ich will die doch nur unauffällig im Haus töten. Wie sich das gehört. Na gut, wen können wir denn sonst wegnehmen schon mal? Wir haben die zwei Wachen in der Mitte des Hofes. Eine Wache begleitet sie die ganze Zeit. So, da haben wir die beiden. Da sind auch zwei. Also er wäre alleine. Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Keiner gehört, ne? So. Obwohl, ah, ich weiß nicht. Nachher wird er ausgetauscht da an der Ecke, ne? Boah, hier geht natürlich keiner rein. Das Lager. Lager ist Arbeit. Keiner Bock drauf. So, jetzt müsste die aber gleich hier wieder reinkommen. Sie ist drin. Geh doch rein, du Idiot! Was? Wieso hast du nicht reagiert? Du schön.
Das gefällt mir gar nicht. Der ist gepanzert. Wieso hat er das nicht gemacht? Ich habe doch F gedrückt. Du hast mich nicht mal getroffen. Nein. Okay, ich würde am liebsten einmal kurz aus der Vision raus, damit ich die wieder mit F attackieren kann. Oh, da kommt einer hoch. Hallo. Scheiße. Spring noch! Was? Oh, der nächste! Ach, falsche Taste. Macht nichts. Ich habe keine Ausdauer. Ich bin schneller. Oh Gott, der nächste. Ich kann das schaffen. Oh, haben wir ein bisschen Abstand gewinnen? Wieso machst du nicht, was ich sage? Oder tippe? Oder denke? Spring da jetzt hoch. Hey! Das ist nur. Das ist so. Das ist so. Das ist der Gepanzerte. Oh, ich nehme nochmal. Vorsichtshalber ein Elixier. An Fallschaden gestorben. Nice. Au. Wie viele Messer hast du denn? Den kriegst du nicht weg. Okay, Hilfsmittel aufgebraucht. Sicher, sicher. So. Der Dicke war ein Kinderspiel. Gut, hier können wir nichts weiter einstecken. War jetzt so ärgerlich, ne? Ich stand hier. F wurde mir angezeigt. Ich drücke F und er springt hier irgendwie so komisch gegen und macht nichts. Ja, Puls überprüfen, die Dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen. Nur gut, dass Hunain nicht ein Wort übersetzen konnte. Okay. Übersetzungsfortschritt. Arabisu. Dank unserer meisterlichen Täuschung mittels des Feuers im Haus der Weisheit übersetzt der Gefangene just in diesem Moment das namenlose Buch. Er wird keinen Fuß außerhalb der Schreibstube setzen, bis seine Arbeit abgeschlossen ist. Sobald wir Einblick in das Innenleben des Artefakts haben, werden wir unser großes Werk Aru voranbringen. Zara. Zara hat eine sehr maskuline Stimme, wenn sie nicht gerade so eine Diva ist. So, jetzt nach getaner Arbeit, bringt mir einen Dattelsaft auf Eis. Ach komm, man kann es auch übertreiben. Ich sollte in Al-Abbasiyah nach weiteren Hinweisen suchen.
Ich muss die loswerden. So. Jetzt haben wir natürlich, die Scherbe ist wieder weg und das Artefakt ist auch weg. Oh, ist das ärgerlich. Ah, hier. Wir haben noch ein Artefakt. Das habe ich schon so oft gehört und es ist erst 4-mal eingetreten. Oh, haben wir hier noch ein Poster von mir, von meinem nächsten Auftritt? Konzert ist abgesagt. Au! War ich nicht schnell genug. Die Bären hätte ich mir sparen können. So. Kann ich einen Esel reiten? Wo steht mein Fluchtesel, wenn ich ihn brauche? Die suchen also nach mir. So. Ich kann es aber versuchen. So, dann müsste ich bei Gelegenheit mal meine Elixiere wieder auffüllen. Oh, Entschuldigung, Ma'am. Genießen Sie ruhig die... Oh, es tut mir leid. Ah, Sie haben mich trinken fallen lassen. Ach, das tut mir wirklich leid. Da hat die aber eine Weile zu tun mit der kleinen Kanne. Ja, man sollte sein Geld nicht zur Gartenarbeit mitnehmen, ne? Ratzfatz ist im Busch gefallen. So, hier haben wir noch ein Artefakt für Davish. Der Schleuder, die Well erwähnt hat, die gibt es wirklich. Hat er aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebracht. Wunderbar, du hast genügend von Davish Artefakten, um eine Belohnung zu erhalten. Okay, das haben wir, die Scherbe ist aber weg, ne? Wir könnten aber noch einmal eben zu der Kiste gehen. Oh. Oh. Ist gleich hier vorne. Hammam. Ich gehe hier einfach mal rein, ne? So, 7 Meter Abstand. Moin. Ist die über mir? Diese Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Haben wir ein Fenster auf der Seite? Wissen, Bildung und Intelligenz sind gerade zweitrangig. Erstmal brauchen wir die Kiste. Sofern er da wieder rauskommt. Haben wir hier irgendwo eine brennende Vase? Dann könnten wir das hier aufsprengen, ne? Loslassen. Kann ich mich hier irgendwie seitlich ein bisschen... Nein. Kackschrank, du Scheiß! Wieso sind da Steine eingelagert? Okay, das geht leider nicht.
Wir haben hier auch keine Brände. Können wir mal die Wachen fragen, ob wir uns das mal ausleihen dürfen? Moin! Ich wollte nur gucken. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Hey, was? Hey, du! Halt! Nein! Was ein Idiot, der hat uns alle verbrannt. Was ein Scheißkerl. Was eine Drecksratte. Ey, da muss er drauf achten. Ich spreng mich selber in die Luft, Hauptsache ich hau den Typen da weg. Oh nö, oh nö. Oh, jetzt habe ich ja nicht mal das Artefakt. Ja gut, holen wir diese Folge noch das Artefakt, ne? Das machen wir nochmal eben. Was ein Scheißkerl. Da opfert der sein eigenes Leben, nur damit er uns weg hat da. Was sitzt sie denn da oben so ganz alleine? Was denn? Hast du nicht gesehen, ne? Ha, Loser. Oh, ist noch eine Wache. So. Fangrauchfass. Es wäre halt cool, wenn wir diese brennende Vase hätten mitnehmen können, aber wir können, glaube ich, nur die kleinen schleppen, ne? Na gut, wir probieren das nächste Folge nochmal aus. Dieses Mal lassen wir uns nicht mit in die Luft springen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Schaltet morgen sehr gerne wieder ein. Lasst gerne ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao.